Gut, also wir sind jetzt beim rollenden Stein und hier links sind wir eigentlich hochgekommen, oder? Ja. Gab es mal nicht irgendwo noch eine Treppe? Ja, da hinten. Aber gut, erstmal versuchen wir uns an diesem riesigen, uns wahrscheinlich mit einem Schlag tötenden Stein vorbei zu mogeln. Gut, der geht immer nur da hin und her. Ergib dich und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Komm mal kurz mit. Stein. Gut. Ja, ich weiß, ich bin gemein. Aber es funktioniert. Also, falls wir mal einen richtig schweren Gegner haben, dann locken wir ihn einfach in eine Falle. So, ein Schlüssel Ist mehr. das alles? Na Das komm, ist doch dich kein töten wir auf richtiger ganz Kampf. normale Art. Wirklich gut treffen tun wir ja nicht mit dem Ding. Obwohl unsere Talente eigentlich alle gleich schlecht sind. Na gut. Du bist wofür? Hältst du den Stein ein? Nein. Mitte. Ah. Tür auf und du machst auch nur Tür auf, oder? Na gut. Also können wir uns hier drin einsperren, wenn wir wollen. Oah, was zur Hölle? Heilen. Erstmal heilen. Dann können wir gucken, was das für ein komischer fliegender Schädel war. Obwohl, das war wahrscheinlich ein Zauberspruch. Wir haben ja auch diesen tödlichen Schädel der ultimativen irgendwas. Lachender Totenschädel donnernder Macht. Genau. Der dürfte so ähnlich aussehen. Was ist dann Magier? Nö. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Ha, scheint auch eine Falle zu sein, so ähnlich wie der rollende Stein. Zittere nicht vor mir. Mit Feiglingen habe ich kein Mitleid. Oh, was ist denn das? Rotes Fleischsymbol. Regeneriert 3D10 Trefferpunkte an Heilaltar. Ja, ein Heilaltar haben wir noch nicht gefunden, aber das würde sich auf jeden Fall rentieren. Das macht dreimal so viel wie ein Heiltrank. Ergib dich und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Okay, probieren wir mal die Armbrust aus. Sieht ja cool aus. Wir hören auch Schmerzensschreie. Aber drei Bolzen haben nicht wirklich ausgereicht, ihm nennenswerten Schaden zu verursachen. Aber wir kloppen ja immer noch gut drauf mit dem Speer. Und jetzt ist er erst tot. Eins. Zwei. Und wo ist der dritte? Da. Und mehr Felsbrocken. Langsam dürfen wir genug haben für den einen Raum. Für den da. Diese zwei komischen Druckplatten waren. Oh, noch ein Weg nach oben. Nee, nee, immer schön eine Ebene nach der anderen. Sonst läuft man sich nur. Noch mehr Steine. Wie viel können wir eigentlich noch tragen? Noch 34 Kilo. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Bald brauche ich mir auch wieder einen Ist das Heiltrank. alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Fällt euch die Stimme übrigens auf? Von den Gardisten hier? Ich glaube, die kenne ich aus Gothic 1. Reicht es für eine Heilung? Ah, schön. Dann werfen wir doch gleich mal ein, zwei Mana-Kräuter hinterher und machen das Ganze nochmal. Das ist immer ein ganz schön großes Geschoss. Und das sieht ein bisschen so aus wie der andere Thronraum, wo dieser kleine Ninja war. Oh, du wirst wohl ein Heilaltar sein.
heißt, wir setzen das Ding jetzt da ein. Und, okay. Ich dachte, damit aktiviert man den Altar und kann ihn dann immer wieder benutzen, aber das war wohl eine einmalige Sache. Und wir sind jetzt trotzdem nicht voll geheilt. Okay. Und noch ein Ding auf Reserve. Den Stein lassen wir hier, das reicht langsam. Also hier ist einfach nur ein Heilaltar und was ist das da? Das ist eine leere Truhe. Gut. Okay, zurück aus der Tür rechts rum. Da war der fliegende, lachende Schädel. Und mehr Wachen. Nein, das wollte ich gar nicht. Aber dass es keine Erfahrungspunkte gibt, ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich meine, wir prügeln uns hier gerade die ganzen Wachenscharen hier durch. Und wirklich was zu bekommen, tun wir nicht. Also hier die Waffenstufen, aber das dauert ja ewig. Und danach müssen wir überhaupt erstmal entscheiden, welche Waffe wir hier nehmen wollen. Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Na, wo bist du denn? Ah, egal. Eine Wache. Wir haben immer noch nicht Lord Griffins Raum gefunden, oder? Nee, ich glaube nicht. Es müsste also ein Raum sein, ähnlich wie der hier mit dem Bett. Naja, Kiste nicht unbedingt, aber es sollte schon ein bisschen prunkvoll eingerichtet sein. Und da ist dann irgendwo ein geheimer Bereich. Breitschwert, ein goldenes Fleischsymbol. Regeneriert alle verlorenen Trefferpunkte und Giftheilung. Okay. Das wird nicht der Raum sein von Lord Griffin. Aber wenn dieser Griffin wirklich der Burgherr gewesen ist, dann müsste es wahrscheinlich ganz oben sein irgendwo. Lieberstein? Also er müsste sein Raum irgendwo ganz oben sein und richtig dekadent ausstaffiert. Also da können wir wohl nicht lang. Komisch, dass wir den Stein nicht rollen konnten. Zittere nicht vor mir! Mit Feiglingen habe ich keine. Oh. Ja, es ist echt nur eine Falle. Und wir sind mitten reingelaufen. Ah! Oh, okay. Wir müssen warten, bis die Kugel darauf läuft und dann. Ja. Eingefangen. Schöne Sache. Gucken wir mal jetzt auf die andere. Ja, stimmt, die Tür hat hier keinen Schalter. Oh, wir sehen ganz schön zerhackstückelt aus. Eine Heilung wird dann nicht heilen. Und wir sollten nicht in der Flugbahn von dem fliegenden Schädel warten. Zumal der anscheinend fliegen kann, auch wenn wir eigentlich die Zeit anhalten durch das Zaubern. Na gut, ein Heiltrank, ein Mana-Trank und noch eine Heilung. So, das ist eine Waffenkammer. Ah, ein Schild. Schön, schön. Da können wir diese komische Armbrust endlich wegpacken. Was macht die? Gegner minus 2 für Treffer. Okay, also Gegner treffen uns schlechter. Und eine Eisenfaustfigur. Zaubert eiserne Faust des Chaos. Gut, das kommt dann zusammen mit dem Umhang. Und hatten wir noch sowas? Nee, ne? Ah, es wird langsam richtig unübersichtlich. Okay. In den Beutel kommen alle Steine. Mal gucken, ob wir den Beutel jetzt als Waffe benutzen können. Nein, das wäre ein wenig zu wahnsinnig. Aber so ein Beutel voller Steine hätte schon was. So, das ist doch schon übersichtlicher. Hoffentlich gibt es irgendwo einen Händler, wo wir die Waffen loswerden können. Weil einfach wegschmeißen wäre ein bisschen ärgerlich. Aber bisher haben wir nur eine einzige Goldmünze gefunden.
Und es ist dann fraglich, ob es überhaupt ein richtiges Handelssystem gibt. Und nicht, dass das so ist wie bei Dungeon Master, wo es zwar auch Münzen gab, aber die kann man nur benutzen, bestimmte Türen zu öffnen. Na komm, flieg vorbei. Drehst du eigentlich um oder fliegst du gerade wieder zurück? Hm, scheint wohl eine Runde zu drehen. Also, hier... Ist das alles? Das ist doch kein richtiger... Können wir mit dem Schild zuhauen? Ne, nichts passiert. So, Heiltrank, den nehmen wir gleich. Und den Schlüssel. Haben wir jetzt auch schon wieder zwei von. Brauchten wir überhaupt noch irgendwo welche? Da war eine verschlossene Tür. Aber der... Also das Schlüsselloch hier war nicht für die Tür. Also wussten wir nicht, wie wir die aufkriegen. Und da unten war das ähnlich. Da konnte man mit dem Block ein bisschen rumverschieben. Aber wir haben nicht rausgefunden, wie man durch das Blockverschieben die Tür aufmacht. Also wirklich brauchen tun wir die Schlüssel nicht. Bisher nicht. Okay. So viel dazu. Ist das alles? Das ist doch Heiltrank. Ein Heiltrank. Naja, man soll nicht meckern. Hilft alles. Also wenn die anderen Helden genauso mächtig in Anführungszeichen sind wie wir, dann braucht man gar keine Armee mehr. Ich meine, wie viele Gardisten haben wir jetzt schon alleine schon umgebracht? Trank der Beweglichkeit. Beweglichkeit plus 1 für 5 Minuten. Hm. Nicht wirklich interessant für uns. Eine Blockfigur erschafft eine bewegliche Wand. Oh, damit könnten wir vielleicht oben das aufbekommen. Schön, schön. Ja, so muss das sein. Jede Menge Rätsel, versteckte Ecken, lauter Gegenstände, die man für verschiedene Stellen benutzen kann, aber halt nur eine von diesen verschiedenen Stellen. Da muss man dann die richtige Entscheidung treffen. Weil jetzt haben wir, wenn ich mich richtig... ich wollte gerade sagen, entweder könnten wir es hier benutzen oder da oben. Aber hier müssen wir gar nicht durch, weil wir gerade außen rum gelaufen sind. Ergib dich. Na gut. Und ich verspreche dir einen also werden wir den Block echt nur oben einsetzen müssen. Bei den zwei Druckplatten. Können wir hier irgendwo abkürzen? Ah ja. Na gut, wir haben genug Schlüssel. So, dann gucken wir doch gleich mal. Hier hoch an dem komischen Block vorbei, der... Nein, du sollst da drauf bleiben. So, das Ding ging nicht auf. Das Ding hat nur die Tür hier aufgemacht. Hier... So weit wollte ich nicht. Hier war schon Schlüssel drin, ne? Ja. Na gut, dann machen wir erstmal das hier. Jetzt brauchen wir ganz viele Steine. Also 3 Steine. Das ist jetzt... Das hätten wir irgendwie einfacher lösen können. So. 3 Steine reichen für den. Für den haben 3 nicht gereicht, aber wir haben jetzt ja inzwischen ein paar mehr. So. Ah, geht doch. Und hier ändert sich nichts. Ha. Na gut, gucken wir mal zu der Tür, die verschlossen war. Ah, schön, schön. Haben wir nicht mal unsere Blockstatue da? Wow. Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Und wir sollten nicht mit einem Sack in der Hand kämpfen. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Nö, ist es nicht. Wo ist dein Kumpel? Der tritt auf irgendwelche Schalter. Hier.
Da tritt noch irgendjemand auf irgendwelche Schalter. Das ist kein bisschen irritierend, wenn im Hintergrund irgendwelche Leute langlaufen und Schalter betätigen. Ah, du bist das. Das kann ja lustig werden. Na gut, schauen wir erstmal hier. Lang.